Moin, Servus, neue Folge Gedanken in der Mittagspause. Ich habe immer noch ein Schnurrbart, weil Deutschland ist immer noch bei der Europameisterschaft dabei. Und heute soll es um Nintendo NX geben. Um die letzten Videos kurz nochmal zusammenzufassen. Microsoft hat sich so ein bisschen aus dem Konsolengeschäft verabschiedet. Exklusivtitel kommen jetzt auch auf Windows 10 raus. Project Scorpio läuft ja auf Windows 10. Und Sony wie auch Microsoft bewegen sich weg von diesem geschlossenen Konsolensystem hin zu einem offenen PC-System. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden sie alle paar Jahre ein neues Konsolen-Update auf den Markt bringen. Damit bekommt man zwar eine bessere Grafik, irgendwann muss man auch diese neuen Konsolen-Updates kaufen, weil man mit seiner alten PlayStation 4-Spiele nicht mehr die Neo 2 oder die Neo 3-Spiele spielen kann. Also alles wie auf dem PC-Markt auch, wo man mit seiner alten Möhre irgendwann nicht mehr die neuesten Spiele spielen kann. Jetzt soll es aber um Nintendo NX gehen. Nintendo hat NX nicht auf der E3 angekündigt. Das hat alle sehr verwundert, weil man ja aus rein BWLer-Sicht oder aus Marketing-Sicht muss man ja den Konsumenten dort draußen sagen, was man kaufen kann im ersten Quartal 2017, dass es ein wunderbares Produkt ist und dass man gefälligst nicht sein Geld vorher schon für die PlayStation Neo oder für andere Konsolen ausgeben sollte. Ich verstehe es halt auch nicht, warum Nintendo da jetzt noch nicht die Katze aus dem Sack gelassen hat. Wahrscheinlich tun sie es auf der Gamescom, die Tokyo Game Show, die TGS, ist ein bisschen zu klein. Das heißt, das wird die deutsche Messe auf jeden Fall aufwerten. Wenn sie es noch später machen, dann frage ich mich, wie Nintendo das Ganze überhaupt wuppen will. Denn Nintendo muss jetzt eigentlich abliefern. Das ist immerhin ein aktiendotiertes Unternehmen. Die brauchen jetzt den ganz großen Schuss mit NX und die Wii U hat sich in diesem riesenlangen Zeitraum nur 10 Millionen Mal verkauft und geht in die Geschichte von Nintendo eher ein als ja, desaströser Start einer groß angelegten Konsole. Nintendo spricht von einer völlig neuen Erfahrung, von etwas Bahnbrechendes, so wie die Wii es damals gemacht hat, so wie die Wii U ja es zumindest auch versucht hat und zumindest vom Ansatz her ja auch etwas Neues gebracht hat. Und ich frage mich, was kann das sein? Gerüchte besagen, dass es sich um ein Handheld-Device handelt, also um eine normale portable Konsole. Das ist sie jetzt nicht. Es gibt ja auch keinen wirklichen Leak. Man weiß wirklich so wenig drüber. Das ist so faszinierend auch, wo jetzt heutzutage wirklich jedes kleinste Spiel Wochen vorher schon geleakt wird, weiß man immer noch nicht genau, worum es handeln wird. Und meine Gedanken drehen sich auch eher um diesen um diese portable Version. Ich glaube, dass die NX eine starke portable Konsole ist, genauso stark wie die PS Vita war zum Zeitpunkt, als sie veröffentlicht wurde. Die PS Vita reicht ja von den Werten fast an die PS3 ran und ich würde mir stark wundern, wenn die NX nicht an die Werte von der PS4 rankommen wird. Und das begründet dann auch vielleicht die Verzögerung, weil man dann auf eine neue Technik setzt, auf eine neue Architektur. Man munkelt, dass AMD nämlich der Zulieferer ist. Und dann könnte es sich auch um die Summit Ridge Generation handeln. Das würde zeitmäßig ungefähr hinhauen. Die verbraucht nämlich unfassbar weniger Strom, also 40% weniger Strom als die vorherigen Chip-Generationen, was auch wiederum dafür sprechen würde, dass es sich bei der NX um eine portable Konsole handelt. Mit einer Strukturgröße von 14 Nanometer, da steckt ordentlich Wumms hinter und ich glaube, dass Nintendo das verzögert hat, weil sie in Zusammenarbeit mit AMD und ja, dem neuen großen Sprung der Chip-Hersteller zusammenarbeiten mussten. Und ich glaube, dass Nintendo auch nicht nur so ein portables, hundertprozentiges Konzept verfolgen wird, so wie man das von der PS Vita gewohnt ist, dass man einfach in der Bahn zockt. Ich glaube, das Ding verbindet sich automatisch, wenn man zu Hause ist, mit dem Smart TV und statt des Controllers hält man dann quasi die Konsole in der Hand, die so handlich ist, dass man einfach auf dem Fernseher weiterzocken kann. Und dann schaltet man den Fernseher aus, nimmt die Konsole einfach mit in die Bahn und kann weiterzocken. Was daran jetzt so technisch bahnbrechend sein soll, so wie Nintendo das ja auch statuiert hat, liegt wahrscheinlich dann in der Übertragung zwischen der Portablen, also zwischen der NX und dem Fernseher. Also dieses
Stream von PlayStation 4 auf dem PC, das geht ja schon, mit kleineren Abstrichen. Und ich glaube, dass Nintendo diese kleineren Abstriche über das WLAN nicht in Kauf nimmt. Nintendo ist nicht eine Firma, die so etwas macht. Ich glaube, die machen das technisch hundertprozentig akkurat exakt, dass man eine unfassbar geringe Latenz hat, dass man quasi, wie man es gewohnt ist, von seinem PS4-Controller zur PS4 zocken kann und man spürt überhaupt keine Latenz. Ich glaube, dass Nintendo, und das ist die große technische Erneuerung, an einer neuen Schnittstelle arbeitet, an einer neuen Übertragung zwischen NX und dem Fernseher, dass das vielleicht so die technische Neuerung ist. Nintendo ist gut beraten, das Ding wirklich für einen mega niedrigen Preis in den Markt zu drücken. Ich schätze mal so 250 Euro und das Ding wird sich verkaufen wie geschnitten Brot, denn wir dürfen nicht vergessen, Hauptabnehmer ist immer noch der japanische Markt und dort reisen etliche Millionen Leute Stunden mit der Bahn hin zur Arbeit und zurück zur Arbeit. Deswegen ist auch der DS oder alle portablen Konsolen, sie sind immer noch ein großer Erfolg dort, weil die Leute einfach viel Zeit in der Bahn verbringen. So, das klingt jetzt nicht nach dem mega großen Weitwurf von Nintendo und da kam mir dann doch noch der Gedanke, es gab nämlich auch andere Gerüchte, dass es sich vielleicht um ein VR-Gerät handeln könnte und da muss ich sagen, VR behandelt Sony jetzt nicht, sage ich mal, stiefmütterlich, aber alle sind da noch so ein bisschen zögerlich. Ich glaube, jetzt, wo alle VR-Geräte, wo Oculus am Start ist, wo HTC Vive am Start ist, wo PlayStation VR kommt in den Herbst, dass Nintendo da nicht die vierte große Firma ist, die dann im Frühling 2017 nachrückt. Das ist nicht Nintendo. Nintendo ist eher, es ist eine Firma, die eher eine Vorreiterfunktion innehält. Und ich glaube, dass Nintendo an einem Zusatzgerät für die Nintendo NX arbeitet und dass das in die Richtung vom Head-Mounted Display von Sony geht, sprich die Brille, die man sich aufsetzt, wo man in der Bahn dann wie im Kinosaal Filme gucken kann und dass man dieses Gefühl von auf dem großen Fernseher zu Hause zocken dann auch mitnehmen kann in die Bahn, sprich man klickt seine Brille ein, setzt sich auf und muss dann nicht auf dieses kleine Handheld starren, sondern kann in dieser Brille zocken. Es könnte unter Umständen auch wirklich sein, dass diese portable Konsole gar keinen Bildschirm besitzt, so wie die gefakten Leaks das immer so raushauen. Das wäre dann natürlich schon etwas Neues. Das ist jetzt keine alte, das ist jetzt quasi kein neuer Hut, das ist ja auch eine alte Technologie, die Sony ja schon seit Jahren verfolgt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Nintendo das besser verkaufen kann. Da ist natürlich noch eine extrem große gesellschaftliche Hürde, die es zu überspringen gilt, weil wer will schon mit so einer Brille in der Bahn sitzen und zocken? Das wirkt natürlich ein bisschen komisch, aber da sind die Asiaten auch anders drauf. Die haben, glaube ich, weniger Probleme damit. Ob sich das dann weltweit verkaufen wird, weiß ich auch nicht. Was die Nintendo NX ist, weiß ja auch niemand. Deswegen ist das alles hier nur so ein bisschen in den grauen Dunst hineingelabert und Dampfplauderei. Das waren zumindest meine Gedanken. Was glaubt ihr denn, was die NX sein wird? Ich bin gespannt auf eure Kommentare und das waren jetzt so ein bisschen die Abhandlungen bezüglich der neuen Konsolen und in der nächsten Woche geht es dann endlich mal wieder um Spielkulturelles und um... Mal schauen!